Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und das Vermächtnis vom Astland. Im letzten Part ist einiges passiert und um das alles zusammenzufassen, würde ich sagen, lesen wir uns mal kurz die Notizen durch und um auch ein bisschen das Ganze hinauszuzögern. Erstmal verdächtige Gestalten. Die Bewohner Snowborgs haben Schlimmes zu berichten. Uniformte Grobiane scheinen die Stadt seit der Ankunft Locklears unentwegt auf den Kopf zu stellen. Zu allem Überfluss ist der Professor selbst wie vom Erdboden verschluckt, seit er vor einigen Tagen eine Höhle betrat. Obwohl nicht zwangsläufig eine Verbindung zwischen diesen beiden Ereignissen bestehen muss, sollten wir uns sputen und uns von Locklears Wohlergehen überzeugen. Die versiegelte Höhle. Eine Unterhaltung zweier zwielichtiger Gestalten bestärkte unsere Vorahnungen. Die Höhle, in der Professor verschwunden zu sein scheint, ist von einer dicken Eisschicht verschlossen. Weder Feuer noch Emmys furiose Kampfkünste vermögen dem Eise etwas anzuhaben, womit wir einen anderen Weg in die Höhle finden müssen. Mir ist aufgefallen, dass der Schneemann am Höhleneingang nur einen Handschuh trägt, wo wohl der andere geblieben ist? Wahrheit aus dem Eise. Der Eiswall stellt sich als Trug und Schein heraus. In Wahrheit scheint es sich um ein gehärtetes Glas zu handeln, das Emmys Kräften mühelos standhalten konnte. Es scheint, als habe sich Lockley aus eigenem Willen in der Höhle eingeschlossen. Wir sollten ihm lediglich unser Rätselkönnen beweisen. Es ist fraglos beeindruckend, wie er den Öffnungsmechanismus in einem der hiesigen Schneemänner verborgen hatte. Einem mit überaus modischer Kopfbedeckung, wie ich bemerken will. Und noch das entführte Mädchen. Zusammen mit Professor Locklear konnten wir die vermeintliche Mumie, ein junges Mädchen, aus dem Eis befreien. Zu unserem Schrecken wurden wir gleich darauf jedoch vom bewaffneten Schurken in Uniform umzingelt, welche die noch kaum zu Sinnen gelangte junge Dame auf ihr waffenstarrendes Luftgefährt entführten. Schnell, auf zu Bostonius, wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Allerdings haben wir das mal kurz zusammengefasst und auch wieder die Notizen gelesen und jetzt wollen wir dann auch gleich zurückgehen. Ich habe mich ja, glaube ich, hier auch schon relativ gründlich umgesehen. Ich glaube, hier ist auch nicht mehr arg viel anderes, deswegen gehe ich jetzt wirklich einfach zurück. Auch hier. Ah, der Typ ist aber neu. Das siehst du mal, okay. Oder ist der neu überhaupt? Ja, doch, der stand, glaube ich, damals schon auch da. Ich rede mal kurz mit dir. Ah, ne, hat ein Rätsel, aber stand der damals schon da? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sören stand woanders damals, oder? Ich glaube nicht, dass er hier stand. Ich kann mich auch täuschen, keine Ahnung. Ja, wie habe ich denn eigentlich gesprochen? Keine Ahnung, ich rede einfach irgendwie. Hallo. Ich will euch nicht stören. Nein, nein, aber ich würde gerne... Also, wenn ich stören darf, dann... Wir haben leider momentan keine Zeit für ein Schwätzchen. Oho, der Professor Bockschwer. Es geht Ihnen also gut. Locklear, und ja, mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Sie gehen zur Höhle und sind plötzlich wie verschluckt. Einfach weg, ja, ja. Aber ich habe Ihnen Ihre Freundin nachgeschickt. Ach, Sie haben sich wirklich um mich gesorgt? Wie rührend. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Wollen Sie mir mit einem Rätsel feiern? Eine Kopfnuss zum frohen Wiedersehen? Wir sollten uns wirklich nicht länger als nötig hier... Nein, nein, junge Frau. Kein Grund, sich zu bedanken. Es macht mir doch wirklich nichts aus. Ja, eigentlich haben wir totalen Stress, ne? Aber Rätsel zwischendrin, das geht auf jeden Fall immer. Und zwar Rätsel 008. Was für ein Ding? Rötlis Rutschpartie für 30 Pikarat. Okay. Rötli, oh Gott, ey, Rötli Kröt möchte ein Sonnenbad nehmen. Hilf ihm, den besten Platz zu ergattern. Kleine Schildkröten wie Rötli rutschen weg, wenn sie von etwas getroffen werden. Die Großen rühren sich dagegen nur, wenn Rötli oder ein Eisblock sie trifft. Aha. Eisblöcke lassen sich nur von dir bewegen und stopfen jedes Loch, in das sie fallen. Kannst du Schildkröten und Eisblöcke so bewegen, dass Rötli am Ende allein in der Mitte der Eisfläche sitzt? Hä, was? Werden die kleinen Schildkröten von Artgenossen oder Eisblöcken getroffen, rutschen sie bis zum nächsten Hindernis. Große Schildkröten rühren sich nicht, wenn eine kleine gegen sie stößt. Eisblöcke rutschen nie weg, wenn sie von etwas getroffen werden. Du kannst sie aber in Löcher stoßen, um sie zu stopfen. Schiebe alles umher, bis die rote Schildkröte allein in der Mitte sitzt. Okay. Das ist ja auch sehr interessant. Ich lasse mal so für euch. Ich mach mal... Ja, doch, ich lasse am besten mal so für euch, dass ihr das Große dann auch das Animierte sehen könnt. Ja, ich will jetzt erstmal noch kurz ein bisschen austesten, was ich jetzt alles machen kann. Also die hier kann ich einfach halt irgendwie verschieben. Aber wenn irgendwas gegen die rote, gegen die große knallt, passiert nichts. Und wenn ich jetzt die hier so verschiebe, aha, dann werden die da alle so, das sieht ja mal voll aus wie Koopas irgendwie, wie die da so entlang rutschen. Vor allem auch rote und grüne Koopas. Okay. Ich kann also hier, warte mal, was passiert denn, wenn eine fette gegen eine kleine rutscht? Ja gut, dann wird die einfach weggeschubst. Das haben wir schon eigentlich schon denken können. Okay, ich muss auf jeden Fall irgendwie Rötli in die Mitte bringen. Wenn ich jetzt sowas hier mache, passiert gar nichts, ne? Genau. Dann bleibt Rötli einfach da und auch der Eisblock bewegt sich nicht. Also Eisblöcke können nicht durch Kollision mit anderen Objekten bewegt werden, offenbar. Bisher zumindest. Aber ich denke mal, das ist auch so, das ist bestimmt auch so ein Rätsel, das später noch häufiger vorkommen wird in anderen Versionen.
Auf jeden Fall habe ich die Lösung schon, weil das ist nämlich gar nicht so schwierig. Weil jetzt kann ich nämlich wieder, jetzt kann ich die Lücke stopfen. Das ist nämlich sehr wichtig, dass ich zuerst Rötli 1 nach links bewege und erst jetzt die Lücke stopfe. Und jetzt mache ich einfach dasselbe wie gerade eben. Nämlich hier sowas. Und dann haben wir es auch schon. Yay. Nach reiflicher Überlegung. Ah, und Locklear dürfte ein Rätsel lösen. Sehr schön. Logik ist eine essentielle Disziplin. Sehr schön. Sehr schön. Ja, genau, sehr schön. Das hat Rötli mal wieder toll gemacht. Er sonnt sich auf der Scholle, während seine Freunde alle im Wasser frieren. Das ist aber ein ganz schönes Kameradenschwein dann, oder? Irgendwie schon. Und was sagen Sie, Professor Topfleer? Hat's Ihnen gefallen, mein Rätsel? Ja? Locklear. Es war mir ein Vergnügen, Sören. Aber wir müssen nun wirklich weiter und wollen nicht mehr stören. Schnell, Professor Locklear, zu Bastonius, wir haben keine Zeit. Ach, 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 Stadtmenschen, nichts als Eile, ja. Sören, haben wir Ihnen etwas, nun ja, er scheint uns nicht mehr zu hören. Gehen wir. Ja. Sören ist bisher wirklich, sehr, 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 sehr interessant. Nennen wir es mal so. Interessant. Okay. So, zurück zu Bostonius und Cutscene. Ja. Alle gut festhalten. Wir werden sie nicht entkommen lassen. Na, da bin ich mal gespannt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwas schiefgehen wird. Sie entkommen. In diesem Tempo erreichen wir sie nie. Genau. Keine Sorge. Was kommt jetzt in diesem Chat? Ja, nee, okay, Ich mehr bin Propeller. bestens vorbereitet. Das wäre witzig, wenn da jetzt so ein Düsenjet gekommen wäre. Und jetzt? Auch ein Minispiel? Bastonius ist mit der allerneuesten Technik Ach du ausgestattet. Kacke, okay. Jetzt haben wir einen ganz schönen Zahn drauf. Wir haben recht, Harry. Wir holen auf. Da bin ich jetzt gespannt. Professor, ein Funkspruch. Eins muss man euch lassen. Ihr gebt nicht so leicht auf. Es ist Targent. Was haben Sie mit dem Mädchen vor? Sagen wir einfach, wir haben große Pläne für Sie. Sie bleibt bei uns. Das glaube ich nicht. Ja, und jetzt? Was ist das denn? Da fliegt was auf uns zu! Was zum Teufel? Die greifen uns an. Was zum... Sind wir jetzt bei Star Fox gelandet, oder wie? Tja, ferngesteuerte Drohnen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen sie zerstören. Ja, jetzt sag mir halt mal die Steuerung. Was kann ich machen? Okay. Die Bostonius wird von Drohnen unter Beschuss genommen. Dein Ziel. Jede Gruppe von Drohnen hat eine oder mehrere Steuerdrohnen. Dein Ziel, zerstöre die besondere Drohne, okay? Beseitige die Steuerdrohnen, um die jeweilige Gruppe zu zerstören. Aha. Bewege den Touchpad auf dem Touchscreen, um zu zielen. Ja. Ist das Ziel anvisiert, tippe auf dem Bildschirm, um zu feuern. Das Zielen funktioniert ähnlich wie das Erkunden mit der Lupe. Triff die richtigen Drohnen, bevor die Zeit abläuft. Okay. Wenn du einen Fehler machst, schießen alle Drohnen gleichzeitig. Na toll. Haben wir auch Leben irgendwie? Sie kommen, Professor. Also ich muss immer Keine Angst, wir sind bereit. die besondere abballern. Okay. Ich hab Angst. Dein Ziel, zerstöre die besondere Drohne, ja? Zack. Bam. Okay, weiter so. Gut. Okay, ist einfach ein Nun ist das Reaktionsspiel. auch gemacht. Sie haben's geschafft, Professor. Yeah. Nochmal? Ja, okay. Also einfach schnell reagieren. Ja, wo ist die besondere? Ah, muss ich jetzt den Unterschied erkennen? Ach du Sch... Ach, das ist ein... Och Gott, ey. Das ist so ein Spielchen, wo man genau hinsehen muss, um Ein Gottes schöner Willen. Schuss. Da war jetzt gerade die Verzierung mit... die weiße Verzierung ein bisschen anders. Na toll. Oh Gott, das wird noch. Zerstöre die blauen Drohnen. Okay. Also ich muss einfach immer genau lesen, was da steht und immer gucken, wo die Unterschiede sind. So leicht besiegt ihr mich nicht. Das könnte tricky werden. Ha. Okay, als nächstes. Sehen Sie, Professor! Ah, da ist er schon. Das ist Ihr Luftschiff. Bosskampf. Oder so. Die Musik ist übrigens auch Nicht gerade cool. bereit, die kriegen wir. Und es sieht auch wunderschön aus. Vielleicht haben wir uns zu früh gefreut. Ja, es kommen noch mehr Drohnen.
Ja, das sieht ja richtig schön aus hier. Guckt euch das mal an. Okay, zerstört die Besondere wieder. Also genau hingucken. Die da, weil die blinkt. Ja, genau. Ja, okay, weil die anderen hatten alle so blaue Dinge, aber die hat irgendwie geblinkt. Irgendwie so komisch, keine Ahnung. Aber das sah auf jeden Fall anders aus. Zerstöre diese Drohne. Was zum... Die da, ne? Oder die da? Ne, die da. Ne, fuck. Nein, ist mal die andere. Fuck! Ja, ist okay. Ja. Okay. Ist jetzt schlimm, wenn ich hier verkacke? Oder darf ich es einfach nochmal neu probieren? Ich glaube, ich darf es einfach nochmal neu probieren. Wir nehmen eine Abkürzung. Wollen Sie da durch? Was, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? War das jetzt ein Fehler? Wow! Boah, das sieht ja richtig cool aus. Sieht das schön aus. Schau es mal an. Wunderschön. Ich weiß, was ich tue. Boah. Dass ich sowas mal in einem Layton. Sowas mal in einem Layton sehen dürfte. Das war noch nicht alles. Alter, sieht das schön aus hier. Ich mach mal kurz 3D an übrigens. Oh, das ist geil. Alter. Okay, ich mach's wieder aus. Weiß, wo ich sonst verschoben wäre, aber boah, das in 3D sieht es so unendlich schön aus, das ist heftig. Es überrascht mich, dass ihr es so weit geschafft habt. Man tut, was man kann. Sehr gut, Emmy. Ich habe aber noch ein Ass im Ärmel. Ach ja. Achtung, Layton, Sie kommen. Keine Angst, ich bin bereit. Okay, also nochmal. Ja. Zerstöre die Drohnen mit geraden Zahlen. Was? Okay, 24 und 32 sind gerade. Okay, alles klar. Cool. Gut gemacht. Yeah! Und als nächstes? Hätte ich das auch gemacht. Zerstöre diese Drohne. Ich sehe nur den Umriss. Was? Aber es ist eher so eine längliche. Die da also. Ich hab doch noch getippt! Ich hab noch getippt, das war die! Ach Mann! Gibt's doch nicht! Ich hab doch getippt! Nur noch ein bisschen weiter. Ja, aber es ist offenbar völlig irrelevant. Ob ich das schaffe oder nicht. Vielleicht würde es dann nur meinen Highscore nach oben schrauben oder sowas, keine Ahnung. Alle aufpassen. Schnell, Layton, zerstören Sie sie. Zerstöre die blauen Raketen. Okay. Ach du Scheiße, ja. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Sehr schön. Die anderen ziehen einfach wieder ab. Zerstöre die Raketen mit ungeraden Zahlen. Okay, ungerade. 57 ist ungerade. 25 und 31. Okay. Puh, ganz schön hektisch. Angriff vom höchsten... Was? Vom höchsten Wert abwärts. Höchster Wert abwärts. Was zum... 57, 52, 31, 28, 25. Oh Gott. Okay. Fast geschafft. Vollgas, Professor. So, das ist nah genug. Darf ich jetzt ihn abballern? Was haben Sie vor? Das wirst du gleich sehen. Sieh gut zu. Okay. Und wieder Cutscene. Boah, das sah gerade so schön aus, Leute, oder? Heftig. Damit können wir sie entern. Was? Ich werde gehen. Luke, du bleibst hier. Hä? Warten Sie, Professor. Sie können doch nicht einfach ohne Ihren Lehrling gehen. Das sollte halten. Viel Glück. Geht er jetzt echt mit? Ja. Wow. Das hätte ich mich nicht getraut. Muss ich zugeben. Irgendwie traue ich auch Lockler nicht so ganz. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind an einem komplett neuen Ort, nämlich auf dem Luftschiff und nicht mehr in Snöborg. Auch sehr interessant. Hast du die Hängepartie gut überstanden, Luke? Puh, ich habe uns schon in die Tiefe stürzen sehen. Aber wir haben es tatsächlich an Bord geschafft. Ja, Professor Lockler sei Dank. Wo sind wir denn hier? Das Licht ist ganz schön schummrig. Das muss der Frachtraum sein. Wir haben Glück, dass wir der Mannschaft noch nicht in die Arme gelaufen sind. Ich fürchte jedoch, Fortuna wird uns nicht für immer hold bleiben. Aber dem stellen wir uns, wenn es soweit ist. Keine Angst, Professor, ich helfe Ihnen. Okay, rette das Mädchen ist unser Missionsziel.
Und wir sind gerade eben im Frachtraum auf dem Luftschiff. Das ist ja sehr, sehr interessant. Boah, das sah so wunderschön aus gerade eben, oder? Ich kann es nur nochmal erwähnen, aber oh, sah das cool aus gerade eben. Heftig. Bei jeder Bewegung des Luftschiffs scheppert etwas in diesen Kisten. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich wissen will, was da drin ist. Okay, also dieser Arm hier sieht auf jeden Fall, oder dieser, ja, wie nennt man denn sowas? Keine, ja, Anker nicht wirklich. Dieses Ding da halt, mit der Kette da, sieht sehr ominös aus, oder die Tür. Deswegen werde ich die beiden als letztes erstmal mir angucken. Erstmal noch hier die Tür. Ah ne, verdammt, das war das Richtige. Naja, aber Rätsel ist auch nicht schlecht. Oh nein, die Tür geht nicht auf, dabei sind wir doch schon so weit gekommen. Sie bewegt sich keinen Millimeter. Allerdings sieht dieses Schloss äußerst interessant aus. Willst du es dir mal genauer ansehen, Luke? Oh ja, ich kümmere mich drum. Okay, also ein Schlossrätsel. Ich bin mal gespannt. Für 30 Pikarat und es nennt sich, Nummer 9, und es nennt sich Drehe die Scheiben. Okidoki, tue ich. Der Frachtraum hat ein besonderes Schloss an der Tür. Luke und der Professor müssen es knacken, bevor sie weitergehen können. Das Schloss besteht aus Scheiben, die in jeweils 4 Quadranten aufgeteilt sind. Die Quadranten sind mit mit den Symbolen Kreis und Raute markiert, die jeweils für 1 bzw. 5 stehen. Um die Tür zu öffnen, müssen alle 4 Quadranten die gleiche Summe ergeben. Drehe die Scheiben und öffne die Tür. Das habe ich jetzt wieder mal noch nicht ganz verstanden, aber werde ich schon gleich sehen. Berühre eine Scheibe mit dem Touchpad und drehe sie in die gewünschte Position. Also, ich kann... Ja, aber ich will... Ja, nee, passt schon, für euch schon richtig rum so, würde ich mal sagen. Ich kann... Ja, aber warum denn... Ich hab da Rauten drauf und einen Kreis. Achso, nee, halt, dann will ich es doch andersrum für euch machen. Weil der Bildschirm dann doch sehr viel wichtiger ist. Tatsächlich. Ah, okay, jetzt habe ich das Rätsel verstanden. Ich habe 4 Quadranten. Nämlich einmal den hier, einmal den hier, einmal den hier und einmal den hier. Und in jedem muss die Summe gleich sein. Und das will ich nochmal kurz angucken. Ich lasse mal den Text wieder hier. Die Quadranten sind mit den Symbolen Kreis und Raute markiert, die jeweils für 1 bzw. 5 stehen. Okay, also ein Kreis ist eine 1 und eine Raute ist eine 5, quasi. Und ich muss die jetzt so rumdrehen, dass ich überall... Um Gottes Willen. Dass ich überall dieselbe Anzahl habe. Na, supi. Das kann witzig werden. Das kann sehr witzig werden, okay. Ja. Das wird sogar sehr witzig werden. Okay, warte mal, ich kann den obersten aber gar nicht drehen. Ach so, okay, dann ist es doch gar nicht so schwierig. Der oberste und der unterste, also die beiden roten, also, ich sag's nochmal kurz. Also der hier und der ganz äußere, die kann ich gar nicht drehen. Ich kann nur den gelben und den weißen drehen. Ja, okay, dann wird es vielleicht doch gar nicht so schwierig werden, wenn das sogar schon alles festgelegt ist. Da schauen wir jetzt einfach mal. Okay, ich lasse wieder den Text hier. So. Schauen wir jetzt erstmal den oberen Quadranten an. Bei dem oberen Quadranten habe ich bei der äußersten Scheibe eine Raute und bei der innersten einen Kreis. Sprich, ich habe da schon eine 6 quasi stehen. Und ja, ich glaube, ich schaue mir das mal bei den anderen auch schnell an. Links habe ich zum Beispiel schon eine 9, unten habe ich eine 6 und rechts habe ich auch eine 6. Okay, ich habe also überall 6er, außer links, da habe ich schon eine 9. Das heißt, dass auf der linken Seite eher... Symbole kommen müssen, die weniger in ihrer Summe haben. Zum Beispiel hier der 2er und der 1er. Obwohl das wahrscheinlich sogar zu wenig dann ist. Ich mach mal ein 3er und ein 2er vielleicht. Vielleicht könnte das ganz gut passen. Was ich mir erstmal eigentlich überleben sollte, das wäre viel, viel klüger. Ich will erstmal alles zusammenzählen und schauen, ob es durch 4 teilbar ist, weil dann weiß ich nämlich schon, was die Summen in den einzelnen Quadranten sein müssen. Das ist viel, viel klüger. Okay. Ich schaue mir erstmal den oberen Quadranten an. Da habe ich 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Okay, das ist schön, weil 60 kann man durch 4 teilen, nämlich mit 15. Das heißt, in jedem Quadranten muss die Summe am Ende 15 ergeben. Und links habe ich ja schon von Haus aus 9. Das heißt, ich muss noch irgendwie eine 6 dazu bekommen. Und das schaffe ich, indem ich... da gibt es schon gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel zweimal hier eine 3 machen. Bei dem gelben und bei dem weißen Zahnrad. Oder ich kann eine... Ja, also eigentlich waren das schon alle Möglichkeiten, da eine 6 zu bekommen, oder? Irgendwie schon, tatsächlich. Ansonsten geht's gar nicht mehr. Ja, ich glaube, die Stellung muss sogar schon irgendwie so sein, oder? Passt das jetzt schon? Habe ich das schon gelöst? Wäre fast ein bisschen einfach, oder?
Ja, wir schauen uns mal die anderen Quadranten noch an. Beim oberen habe ich 10, da habe ich 15. Beim rechten habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Und beim unteren habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, ja. Ich habe überall 15, das passt, ich habe schon die Lösung gefunden. Okay, sehr schön. Also nochmal kurz zum Verständnis, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich habe mir eben zuerst den linken Quadranten angesehen, also den da. Und da betrug die Summe von den beiden vorgegebenen Dingern, also von dem hier, und von dem äußeren ja schon 9, deswegen musste ich noch irgendwie eine 6 dazu rechnen. Und bei dem gelben Kreis hatte ich ja nur, eine 3, eine 7, eine 8 oder eine, Moment. Eine 3, eine 7. Also das hier ist die 3, das hier ist die 7, das hier ist die 1, das da, und dann habe ich noch eine 5, genau, okay. Und bei dem weißen Kreis hatte ich die Kombinationsmöglichkeiten 3, 2, 8 und 4, genau. Und die einzige Möglichkeit mit diesen beiden, mit diesen Kombinationen irgendwie auf 6 zu kommen, ist nur 3 und 3, anders geht es gar nicht, weil 7 und 8 ist eh schon viel zu hoch. Und, Für die 1 bräuchte ich auf der anderen Seite eine 5, habe ich aber nicht. Und für die 5 bräuchte ich auf der anderen Seite eine 1, habe ich aber auch nicht. Und dementsprechend ging hier überhaupt nur die 3 und die 3. Und deswegen habe ich das so ausgerichtet, dass eben hier schon der 3er ist und hier der 3er ist. Und deswegen passt schon alles andere automatisch. Und deswegen ist das die Lösung und deswegen antworte ich das. Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Yeah, und das hast du auch gut gemacht, Luke. Habe ich's doch gewusst. Yeah. Fantastisch, jeder Quadrant muss einen Wert von 15 ergeben. Was erwartet unsere Helden als nächstes? Es tut mir leid, dass ich das jetzt gerade eben so ausführlich erklärt habe, aber ich will halt, dass ihr auch meine Gedankengänge irgendwie nachvollziehen könnt, ne? Ich meine, wir wollen ja gemeinsam hier immer rätseln. Ihr dürft natürlich auch immer gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Rätsel gelöst hättet, falls ihr das Spiel noch nicht kennt, oder wenn ihr schon kennt, wie ihr damals beim ersten Mal vielleicht das Rätsel gelöst habt, falls ihr das noch wissen solltet. Ich hab's geschafft, Professor, die Tür ist offen! Gut gemacht, Luke. Dann wollen wir mal vorsichtig weitergehen. Wir dürfen uns nur nicht erwischen lassen. Ja, ich gehe aber noch nicht weiter. Ich will mich natürlich erstmal noch weiter hier umgucken, weil hier gibt es noch einige andere interessante Dinge in diesem Raum, die ich mir noch auf jeden Fall vorher, bevor ich weitergehen will, anschauen werde. Nämlich das hier zum Beispiel. Lass mich raten, der angelt mir jetzt eine Hinweismünze, oder? Ah, ne, okay. Ich kriege einfach so eine. Aber ich kann wieder zurückfahren lassen auch. Kann ich mit diesem Greifarm noch irgendwas machen? Keine Ahnung. Egal, hier ist auf jeden Fall noch eine Tür. Okay. Was sollte das jetzt? Okay, ich kann die Tür... Ich kann auch da durchgucken. Ich möchte nur zu gern wissen, wo ihr Ziel liegt. Ich halte lieber Abstand zu diesem Fenster, sonst wird mir schwindelig. Ich kann also hier die Tür aufmachen. Aber es hat offenbar... Kann ich jetzt irgendwie nach draußen gehen? Nee, es hat offenbar keinen Sinn, dass ich die Tür aufmachen kann. Das ist sehr seltsam. Ja, mach ich sie halt wieder zu, oder? Obwohl, nee. Ich glaube, ich will sie sogar offen lassen. Vielleicht würde dann später irgendwann mal was passieren, wenn ich die offen lasse oder so. Keine Ahnung. Ich lasse einfach mal so. Kein Peil, was das jetzt sollte. Muss ich zugeben. Hier ist noch was. Das ist ja ganz klebrig. Ist das Öl, Igitt? Luke, ein Gentleman wischt seine Hände nicht an der Kleidung ab. Auch sehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Raum. Ganz schön geräumig. Hier könnte man sich leicht verlaufen. Das ist wahr. Wollen wir über diese Leiter nach oben steigen? Halt, keinen Schritt weiter. Wo wollt ihr Vögel denn hin, hä? Oh je, sie haben uns erwischt. Ihr habt vielleicht Nerven. Spaziert hier rein wie ein paar Touristen ins Museum. Keine Bewegung, sonst gibt's Ärger. Ersparen Sie den drei Käse hoch den unschönen Anblick, Freundchen. Okay. Aber ich darf trotzdem mit ihm reden. Wahrscheinlich sagt er, hey, löst mein Rätsel, dann lasse ich euch in Ruhe und ihr dürft weitergehen. Oder irgendwie so, würde ich ja sogar schon fast vermuten. Aber erstmal hier ist hier eine Hinweismünze. Ja, das war zu erwarten. Aber hier bei dem Steuersystem könnte ja auch irgendwas sein. Bin mir nicht ganz sicher. Aber auch ansonsten, oh, das ist aber riesengroß auch da oben noch, ne? Was man da alles noch sehen kann. Hinter dieser Tür kann ich ein Brummen hören. Vielleicht Maschinen? Höchstwahrscheinlich die Motoren. Wir sollten das Cockpit suchen. Das Cockpit, ja. Das wäre wahrscheinlich keine verkehrte Idee, weil da ist wahrscheinlich auch Targent,
wie er ja hieß, wurde uns ja gerade eben von Locklear gesagt. Warum weiß eigentlich Locklear, dass Targent heißt? Weil der wurde uns ja eigentlich nur mit Fragezeichen vorgestellt, aber Locklear wusste seinen, oder also kannte seinen Namen. Keine Ahnung. Also Targent, mir ist jetzt auch wieder eingefallen, so hieß er auch schon bei Maske der Wunder ganz am Ende. Da wurde der schon gezeigt, was mit dem auf sich hat. Oder nicht wirklich, was mit dem auf sich hat, aber er wurde auf jeden Fall da schon gezeigt. Das Cockpit muss sich auf der anderen Seite dieser Tür befinden. Etwas Angst habe ich schon, aber retten wir das Mädchen. Okay, da nach oben also, aber das scheint noch ein relativ weiter Weg zu sein. Aber erstmal ist das Steuersystem hier. Passiert da noch irgendwas? Ich kann den Kran verschieben. Aber wieder mal passiert nichts. Warum kann ich den Kran überhaupt verschieben, wenn da gar nichts passiert? Ha, das ist sehr seltsam. Ja, keine Ahnung. Aber ich rede mal mit dem Typen da und Rätsel. Yeah! Kooperiert, dann passiert euch auch nichts. Von ihnen lassen wir uns gar nichts befehlen. Stimmt's, Professor? Moment mal, Luke. Er führt irgendwas im Schilde. Ha, echte Adleraugen haben sie wie. Dann wollen wir doch mal sehen, wie ihr hier noch vorbeikommen wollt. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht jetzt das, was ich denke. Bitte nicht, was ich denke. Wenn er schon sagt, wie wir hier vorbeikommen wollen, ich hab Angst. Haken schlagen. Nee, okay, hört sich nicht so an, oder? Nee, nicht ganz, glaube ich. Ich habe schon Angst gehabt, jetzt kommt ein Verschieberätsel. Ich meine, es gibt auch hier, da bin ich mir hundertprozentig sicher, auch wieder Verschieberätsel. Und ich habe schon Angst vor dem Moment, wenn zum ersten Mal eins kommen wird. Aber das scheint noch keins zu sein. Vorsicht, der Professor muss sicher die andere Seite erreichen, aber die pendelnden Haken erschweren diese Aufgabe auf schwindelerregende Weise. Die Haken pendeln immer von einer zur anderen Seite. Schau dir ihre Bewegung genau an und plane die Schritte des Professors sorgfältig, um die andere Seite ohne Zwischenfälle zu erreichen. Berühre ein Feld neben dem Professor, um ihn dorthin zu bewegen. Du kannst ihn nur in Richtungen bewegen, in die die kleinen Pfeile zeigen. Ach du Scheiße. Okay, ich will auf jeden Fall wieder wechseln. Also wenn ich jetzt einfach mal nach rechts gehe, dann... Achso, okay. Ich kann mir immer angucken... Also je nachdem, also in die Richtung, wo der Haken zeigt, da werden sie als nächstes schwingen. Und wenn sie aber ganz oben oder ganz unten angekommen sind, dann brauchen sie eine Runde, um sich wieder umzudrehen, sodass sie dann danach wieder in die andere Richtung schwingen können. Okay. Jetzt ist die Frage, will ich oben oder unten rumgehen? Ich habe ja zwei Wege. Wenn ich jetzt nach rechts gehe, dann dreht sich der Haken da oben um, dann... Also ich komme auf jeden Fall an dem oberen Haken vorbei, aber ich glaube, der andere Haken daneben, der ist dann im Weg. Warte mal, wenn ich 1, 2, 3, 4, 1, 2... Ja genau, der ist dann gerade so im Weg, der andere Haken, und ich komme dann da nicht wirklich vorbei. Aber es ist bestimmt nicht so einfach, das Rätsel. Ich muss bestimmt auch manchmal wieder mit Absicht zurückgehen oder sowas, um das Timing von den Haken zu versetzen, dass ich dann eben durchkomme, bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ich gehe jetzt erstmal unten rum, weil das schaffe ich nämlich auch, da komme ich gerade so durch. Und auch hier komme ich durch. Jetzt habe ich aber gleich ein Problem. Weil wenn ich jetzt nach rechts gehe, bin ich in einer Sackgasse und komme da nicht mehr raus. Dann werde ich sterben. Außer ich kann wieder irgendwie zurücklaufen. Ja, ich kann wieder zurücklaufen. Wenn ich jetzt nach oben gehe und nach unten und nach links, dann bin ich jetzt allen möglichen entkommen. Und wenn ich jetzt einfach dann dem anderen Haken da nochmal hinterherlaufe, dann bin ich da. Okay, es gab da bestimmt auch andere Möglichkeiten, wie man das lösen könnte. Also man hätte, glaube ich, schon auch oben rumgehen können und da irgendwie eine Möglichkeit finden können, aber so geht's ja auch. Und damit haben wir es geschafft. Yay! Das klingt doch einleuchtend. War cool auf jeden Fall. Sowas macht Lust auf mehr. Mhm. Gut ausgewichen. Professor Layton hat es sicher auf die andere Seite geschafft. Weiter geht's. So, was sagst du jetzt, Typ? Und, du hast den Zylinder Gentleman für deine Kleiderkollektion erhalten. Okay, cool. Krächz, wo ist denn die Verstärkung, wenn man sie mal braucht? Fürs Grobe werde ich eigentlich nicht bezahlt. Meine Beförderung kann ich mir damit wohl abschminken. Naja, der Boss würde ich auch schon... wird euch schon noch die Federn stutzen, das sage ich euch. Bis neulich. Und weg ist er. Jetzt ist er davongerannt. Wir sind unaufhaltsam. Nicht so voreilig, Luke. Die Gefahr ist noch lange nicht vorüber. Das stimmt allerdings. Aber dennoch dürfen wir weiter... Ah ne, okay, der nächste Raum scheint offenbar schon das Cockpit zu sein, oder? Weil ich meine, auf der Karte rechts unten sieht das ein bisschen nach Cockpit aus. Keine Ahnung. Aber ich würde erstmal sagen, Leute, das war's für diesen Part von Let's Play Professor Layton und das Vermächtnis von Aslan. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier auf dem Luftschiff weitergehen wird und wir dann hoffentlich wirklich das Mädchen retten werden. Aber vorher will ich mir noch ganz kurz die Notizen durchlesen, die wir erhalten haben. Denn eine neue müsste mindestens sein. Okay, eine neue ist es. Ja.
Verfolgung des Kriegsschiffs. Mit größter Leichtigkeit trennte sich die Bostonius mit ihrem Auftriebskörper und verwandelte sich in ein Hochgeschwindigkeitsflugzeug. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, gar keine Frage. Dank dieser neuen Trumpfkarte konnten wir uns vorbei an zahlreichen unbemannten Flugvehikeln dem Luftschiff unserer Feinde nähern und das stählerne Ungetüm entern. Hier wollen Duke und ich uns mit aller gebotenen Vorsicht umsehen. Aber das weitere Umsehen gibt's dann erst beim nächsten Mal. Also dann, Leute, eben bis zum nächsten Mal. Ciao!